Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geldlieben leicht gemacht, ab aufs Sofa, der knackige Quickie für mehr Spaß und Leidenschaft in deiner Beziehung mit deinem Geld. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Drive-in und Candlelight-Dinner. Wenn du in einer Beziehung bist, dann möchtest du ja vielleicht nicht immer nur mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu Hause rumsitzen und ja, jeden Tag irgendwie so das gleiche Spiel spielen, den gleichen Alltagstrott abspulen. Das soll auch mal irgendwie ein bisschen Spaß mit reinkommen, dass man einen Kinobesuch oder mal essen gehen und dann, wenn schon essen gehen, aber ja, schön essen gehen, dass ihr beide den Abend genießen könnt, nicht nur das Essen genießen könnt, also nicht einfach nur durch den Drive-in fahren. Ja, das zählt in dem Fall nicht. Und dein Geld möchte eben auch diese ganzen Dinge mit dir machen in eurer Beziehung. Und da kommt es auch überhaupt gar nicht darauf an, dass du irgendwas mit deinem Geld unternimmst, was besonders teuer oder kostspielig ist, sondern einfach etwas, was dir Spaß macht, dir Freude bereitet, was dir ein gutes Gefühl gibt und ja, immer wieder, auch wenn du dich daran erinnerst, ein Lächeln ins Gesicht zauberst. Denn das bringt dich in eine wirklich gute Energie und mit gut gelaunten Menschen lebt es sich einfach viel leichter und das weiß dein Geld nun mal auch. Deswegen mein Tipp für heute an dich: Gönn dir doch auch mal irgendetwas, was dir gut tut, etwas für dein Herz oder deine Seele und ja, nutze dafür das Geld, welches du zur Verfügung hast. Wenn du mehr wissen willst, dann hüpf doch schnell mal rüber auf www.carinaschimmel.de oder schreibe mir naturneugierige Menschen unter post@carinaschimmel.de. Ich freue mich immer, von dir zu lesen und vielleicht sehen wir uns schon wieder in der nächsten Folge. Mach's gut, bis dahin. Tschüss, tschüss, deine Carina.